ein, um Makros zu verändern. Wie geil ist das denn? Lol. Das ist ja geil. Und ich habe es für 140 eins gekauft. Habe ich jetzt das direkt in der Tasche? Tatsächlich, ich habe direkt in der Tasche. Ja, guck mal, habe ich was für dich. Zwei will er aber. Ach, trotzdem, das finde ich ja irgendwie total cool. Oh, richtig schön Anti-Bot-Gedöns. Mega. So, ich müsste jetzt zwei haben. Zwei Eisenerz. There we go. Oh, ihr seid schon zurück. Ja, ich habe es einfach von deinem scheiß Laden gekauft. Habt ihr in der Küstenhöhle bekommen, was ihr wollt? Nein, das ist mir egal. Es gibt zwei Energie und das ist genau das, was ich will. Also Leute, wenn eure Energie vorbei ist, guckt mal in den Städten. Da gibt es sehr leichte, einfache Quests, um ein bisschen Energie noch zu kriegen. Unten beim Fischer, glaube ich, das wird nicht wirklich gut ausgehen. Das wird nicht gut ausgehen. So, schauen wir mal. Gibt es hier noch irgendwo Quests? Come on. Ich habe nämlich schon wieder 6 Energie. Komm, da geht was. So, nee, wirklich nur die Vorbesteller dürften früher anfangen. Wer jetzt bestellt, egal welches Paket, darf nicht früher anfangen. So, was hast du denn für Quests für mich? Einfaches Kochen. Ich habe keine Zeit für Berufquests jetzt, sorry. Was ist mit dir hier? Das ist der David Finto. Wart ihr auf meinem Hof? Dann habt ihr sicher Martina getroffen. Oh ja, Martina kenne ich noch. Ich habe Selbstachtung, Mut und Motivation von ihnen. Ach, guck mal, hier kann ich mir so eine Kochnische sogar kaufen. Du hast eine Quest. Tut mir leid, ihr könnt nicht hineingehen. Eine Kartoffel für den Koch. Ihr interessiert euch fürs Kochen, dann solltet ihr den Koch Finto aufsuchen. Er empfängt Abenteurer, ihr müsst euch aber selbst um die Zutaten kümmern. Oh ja, das gibt auch Energie, das muss ich also auch machen. Oh, gibt sogar eine Kochnische, guck mal. In dieser Stadt gibt es ein öffentliches Kartoffelfeld. Pflückt ein paar Kartoffeln und sucht damit wieder. Scheiß drauf, ich pflück die Kartoffeln und krieg Energie dafür. Alles klar, komm, los geht's. Wir müssen noch irgendwie schauen. Das wird super knapp, Mann. Das wird richtig, richtig knapp zeitlich. So, sind das hier Kartoffeln? Also noch irgendwo... Ah! Wie viel brauchen wir? Nur eine einzige Kartoffel? Das war ja easy. Dafür kriege ich eine Kochnische? Danke. Das ist okay. Ja, durchs Farmen bekommt man auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ja, haben wir es gerade schon gehabt. Von Level 5 auf Level 6 gerade tatsächlich einfach nur Holz gefällt. Ey, wer Co. der Co., ne? Also, ganz einfach. So, guck mal, habe ich erledigt. Ja, ich möchte von dir das Kochen lernen, aber eigentlich nicht jetzt. Euch das Kochen beizubringen fällt nicht schwer. Kochen wird euch auf eurer Reise hilfreich sein. Zunächst benötigen wir ein Haus, das ihr zu eurem Privatsitz machen möchtet. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, empfehle ich euch, das Haus oberhalb von dir zu erwerben. Wer wohnt nicht gerne über einem Wirtshaus? Das gibt mir jetzt aber keine Energie. Was ist jetzt dann doch mit dir? Ich gebe euch... Stellt die Zutaten etwas. Ich gebe euch 4 Weizen und ein Mineralwasser. Feldsaft. Wissen wir Feldsaft. Ne, ich möchte jetzt wirklich nur Quests machen, die mir was geben. Was ist mit dir hier? Enkelin des Oberhaupts. Meine Enkeltochter lebt auf diesem Hof hier in der Nähe. Sie ist ein recht sensibles Kind. Deswegen mache ich mir Sorgen um sie. Die kennen wir doch auch schon. Yes, das gibt Energie. Das können wir machen. Es wäre großartig, wenn jemand wie ihr Freundschaft mit ihr schließen könnte. Ja, von mir aus. Aber auch nur, weil es Energie gibt. Nein, Spaß. Ich kenne die ja schon. Ich kenne die Emma schon. Könnt ihr euch noch an die Emma gestern erinnern? Ja, die Emma war eine nette. So, wie viele Gilden habt ihr hier? Also angeblich gibt es hier 5 deutsche Gilden. Mineralwasserkneipe. Ja, wie gut, dass wir uns auch keine Wohnung über dieser Kneipe holen werden. So, komm, 9 Energie, das ist doch schon mal eine Ansage. Jetzt lass mich nochmal schnell hier zu guten Emma laufen, dann gibt es nochmal 2. Komm, wir können es schaffen, wir können es schaffen. 50 Minuten, das wird super knapp.
So, hi Emma. Mein Großvater macht sich Sorgen um mich. Er hält mich immer noch für ein Kind. Passiert, ne? Heilige hat die viele Quests. Entlaufenes Huhn. Was? Ich sitze hier ganz schön in der Tinte. Heute Morgen bin ich aufgewacht, habe den Hühnerstall überprüft und musste feststellen, dass eins der Hühner fehlt. Ja, es gibt Energie. Nice. Ob es noch irgendwo hier auf dem Hof ist? Ja, komm, ich helfe mal suchen. Ja, muss irgendwo ein verdammtes Huhn sein. Oh, jetzt muss ich echt auch noch ein Huhn suchen nebenbei. Da! Ich hab's! Bleibst du hier? So, ein laufendes Huhn gefangen. Dafür gibt's auch wieder zwei Energie. Siehst du, man kann hier die Energie schon ganz gut farmen, wenn man Bock hat. So, danke für euer Bitte. Erzählt meinem Großvater nichts davon, dass ein Huhn entlaufen ist. Um Gottes Willen, macht er nicht ins Hemd, ey. Könnt ihr diesen staubigen Rauch sehen, der aus dem Schornstein quillt? Der Schornstein ist voller Dreck, was es in letzter Zeit schwer macht, die Öfen richtig zu befeuern. Der Schmutz muss entfernt werden, aber ich traue mich nicht, da hochzuklettern. Ah ja, von mir aus mache ich auch deinen scheiß Schornstein schnell sauber. Welchen denn überhaupt? Hallo? Du hast ja einige entlaufene Hühner, weißt du das eigentlich? Das soll ein Schornstein sein? Ah ja, gut, von mir aus. Muss das unten machen? Ah, ich muss da reingehen? Muss in das Haus reingehen? Ich kann hier ein Haus kaufen, aber... Reinigt den Schornstein. Ja, also... Ich wäre ja jetzt da. Sag mir nicht, dass ich irgendwas im Inventar zum Saubermachen habe, oder? Nein. Das bringen die nicht, wa? Warte mal. Ihr könnt Schornstein fegen, wenn aus dem Schornstein schwarzer Rauch kommt. Okay. Jetzt! Jetzt! Ich will Schornstein fegen! Oh nee, das ist Waffe ziehen. Oh Gott. Ich will ja nicht meckern, aber... Wie? The hell? Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich den Schornstein reinige. Aber mir wird der als Questziel markiert hier, der Schornstein. Ich habe extra draufgeklickt. Siehst du auf der Map oben? Es wird der angezeigt. Ich reinige das, indem ich das jetzt kaputt mache. Nee. Oh, Moment. Jetzt war da gerade was. Muss ich wirklich auf den draufklettern? Lol. Muss halt echt eiskalt draufstehen. Gib mir meine zwei Energie, Mann. Kannst du von mir aus besser atmen? Ich muss jetzt ein paar Bäume fällen. So, nein. Ich ignoriere das nicht. Ich habe da aber gerade Schornsteinprobleme. Wir haben aber auch immer noch das Problem. Und wenn du mir sagen kannst, wie ich Leute von weiter Entfernung in die Gilde einlade, dann kann ich das auch machen, mein Lieber. Aber da ist für mich zum Beispiel jetzt den Command G-Invite, Kartoffel, Salat... Das funktioniert? Was bedeutet jetzt hier dieses komische Zeichen über meinem Ding? Hat das was gebracht? Ich glaube nämlich nicht. Aber wir haben Kartoffelsalat hier. Mit Gruppeneinladung funktioniert das nämlich. Mann, ich will immer die WoW-Commands machen. Daran muss ich mich noch gewöhnen, ey. So. Er muss nur in die Gruppe schreiben, dann kann ich das machen. Ja, es gibt auch ein entferntes Einladen. Das ist es halt. So, wenn er mich jetzt anwispert oder mir schreibt, ja, das könnten wir schon noch schaffen.
Das wird spannend auf jeden Fall. Wenn die gute Kartoffel jetzt noch... Yay! Schreibt, da kann ich ihn einladen. Hoip! So, kriegt von mir auch einen Eintagesvertrag. Läuft bei uns. So. Haben wir eigentlich noch jemand aus meiner Friendlist, der nicht in der Gildenliste ist? Soda ist nicht online. Was ist hier los? Okay, und Gildenkrieg. Ja, von mir aus. Solange ich damit nichts zu tun habe. Was ist hier mit dem Etro? Ich glaube, der ist noch nicht drin, oder? Gucken wir mal, ob er die Einladung annimmt. Nee, nimmt er nicht. Kartoffeln nochmal einladen. Alles klar. So, Kartoffel ist drin. Haben wir sonst noch irgendeinen? McLee ist jetzt drin. Bachelor hat uns ja verlassen. Und alle anderen sind sonst soweit auch drin. Der Etro noch nicht. Ich frage ihn trotzdem jetzt mal noch fix. Damit ich Bescheid weiß. Und ansonsten, oh, das ist ja richtig krankes Management hier. Haben alle soweit dann. So, also, ich farm jetzt auch direkt mal weiter Bäume. Den Rest kann ich mich dann so kümmern. So, das ist doch eine Esche. Esche! Ne? Die Regeln verlaufen von oben nach unten durch. Passt schon. So. Lumpus kommt auch gleich on. Super. Ich denke mal, wir werden es schaffen. Ich denke mal, wir werden es schaffen. Hier, dieses helle Holz mit den Rillen nach unten, das ist eine Esche. Man erkennt die schon. Wenn man kein Holzpilz hat. Und die abgeschnittenen Äste, die, wie man sie hier oben sieht zum Beispiel, die sind bei den Eschen auch. Nur bei den Eschen. So, das heißt, man kann schon gezielt zu den Bäumen laufen, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. So, ja, der Gildenmeister, der ist ja auch ordentlich am Farmen. Und das ist halt ganz gut, dass man hier zum Beispiel dann sieht, wer tut was für die Gilder. Ja, zum Beispiel unser Siebenschläfer, der ist hier richtig aktiv, ja. Und der Digital natürlich auch. Ich musste jetzt gerade etwas Energie zurückfarmen, weshalb ich natürlich da in der Aktivität ein bisschen nachgelassen habe, logischerweise. Wer kann ahnen, dass ich so dermaßen viel Energie benötige später? Guck mal, hier hat irgendeiner ziemlich krank gefarmt und nichts aufgesammelt. Oder warum leuchtet das? Ach, das ist Weizen. Hier hat irgendeiner was gebaut, angepflanzt. Ach so. Sachen gibt's. Mit welchem Argument sollte ich UFC 2 denn nicht am ersten Tag spielen? Genau. Die Familientwinks, also die Twinks von den Hauptfamilienmitgliedern, die sind auch alle automatisch in der Gilde, was ich ziemlich cool finde im Übrigen. Und die können dann auch dementsprechend direkt weiterarbeiten, logischerweise. Klar. Ja, Piposen auf voll. Ja, ich denke schon. Also dementsprechend kann man sich da schon was zurechtlegen. Lumpus. Nein, ist noch nicht. Du musst auch erst noch den Vertrag annehmen. Für einen Tag für 1000 Silber. So. Okay, jetzt sind ja auch viele online. Ich kriege jetzt auch tatsächlich endlich mal wieder eine Esche. Doch.